insgesamt hinsichtlich Innovation und der Ideentauglichkeit dieser Produkte war ich schon sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Wir erleben ja ganz viel Innovation. Wir haben wirklich sehr spannende Technik gesehen, auch sehr viel Brains, die da reingesteckt wurden. Aber was wir auch feststellen mussten, waren klare Geschäftsmodelle, wirklich auch moderne Geschäftsmodelle, neue Business Cases, die wir auch so gar nicht kannten. Und wir konnten auch feststellen, dass dort auch ein noch größerer Markt ist, als wir eigentlich erahnt haben. Ich war heute sehr beeindruckt, in welchen neuen Feldern Drohnen auch eingesetzt werden, wie innovativ auch diese Ideen sind, was für tolle Geschäftsmodelle es gibt und wie weit der Markt tatsächlich schon ist. Und ich bin gespannt, was wir noch in Zukunft alles erleben werden. The idea itself in the business model is that we've developed a risk intelligence engine to accurately quantify and price drone flight risks, take into account a variety of data sources and then giving them a flight risk score at the end of it. Because drone companies have difficulty getting specialist insurance that really matches their operations, and having a pay-as-you-fly solution allows them to be able to align their revenues with their insurance costs. So we work currently primarily with Allianz and a few other underwriters. And what we do is the risk modelling and the pricing on their behalf. And what traditional insurance carriers struggle with is that they don't have the same amount of experience data they do in other verticals of insurance, like automotive or traditional maritime aviation, etc. And that's where we provide them an exposure-based model, where we take real-time data and feed that to model the risk.